Hier ist Martina und Moritz. Wir sind auch solidarisch. Ja, da hat uns die Sarah, unsere Regisseurin, ein dickes Ei ins Gesicht gelegt. Das kannst du mir sagen. Ich pipper schon den ganzen Morgen. Ja, er hat nämlich Angst, dass ich mich dann beschwere, wenn er mich verunstaltet hat. Ja, ja, also, in der Familie ist das schlimmer, als wenn man Freunde nimmt oder sowas. Das kann man ja schnell ausblenden. Aber bei einem solchen Kurzhaarschnitt, wie wir ihn haben, ist es ja sowieso nicht so einfach. Und deswegen haben wir jetzt die Tanja gebeten. Achtung, ich zeige sie euch mal gleich. Tanja, grüß dich. Hallo, guten Morgen. Guten Morgen. Hallo. Also der Moritz hat sich bereit erklärt, mir die Haare zu schneiden. Kannst du ihm eine kleine Unterrichtsstunde erteilen? Also ich habe ja schon mal das schöne Tuch hier umgelegt, falls ich Haare abschneide, weil ich habe natürlich Angst. Ich habe von Martina geschimpft, wenn sie nachher sozusagen eine platte Stelle hat. Und die ist ja immer so streng, das wisst ihr ja alle, ne? Gut, also. Du brauchst jetzt noch eine Sprühflasche. Ja, die haben wir hier. Moment. Also Kamm und Schere habe ich, Sprühflasche. Ja, Achtung, ich drehe genauso leicht feucht, brauchst du es nur. Und dann habe ich ja immer gesehen, du nimmst ja sozusagen zwischen zwei Finger die Haare. Genau. Und wo fange ich überhaupt an? Also jetzt kämmst du mal die langen vorne an der Stirn, die so ein bisschen länger sind, nach vorne. Ja. Zur Stirn. Die biegen sich ja. Und den Rest, der hinten jetzt hinter dem gleich so ein bisschen absteht, den versuch jetzt mal zwischen die Finger zu nehmen. Oh, ich weiß nicht, ob das eine gute Idee ist. Weißt du was, Tanja? Ich glaube, ich lasse das lieber beim die kunstfertige Schneideart von Moritz, auf die verzichte ich lieber und ich warte noch 14 Tage, bis ich wieder bei dir mich finde ich eine sehr gute Idee. Okay, wie ihr wollt. Dann kannst du mit mich scheren. Ja, ich werde jetzt dem Moritz einfach den Bart schneiden. Das wird doch nicht so schwierig sein. Dann nimm mal Platz, mein Liebes. Ja. Und jetzt nehme ich die Schere in die Hand. Schnipp, schnipp, schnipp. Und den Kamm. Oh, hat er schon Angst, der arme Mann. Also. Ja, sitzt du bequem? Noch. Okay. Und jetzt gibt es irgendetwas, worauf ich achten muss, Tanja? Also hier ist es sehr lang, ne? Du meinst, ich soll so rum mit dem Kamm kommen? Ja, genau. Tanja, wenn du einen Bart schneiden würdest, was würdest du da verlangen? Also gut, dann werden wir das einfach verdoppeln und werden dir das in deinen Briefkasten werfen. Und dann, wenn man dann wieder Kaffee trinken kann, dann wird es hoffentlich reichen. Jedenfalls danken wir dir sehr und ich freue mich sehr darauf, wenn wir in 14 Tagen endlich wieder bei dir sein dürfen. Ich freue mich auch noch. Bis bald. Alles Liebe. Dankeschön. Dankeschön. Und wir sehen dann hoffentlich wieder ein bisschen gepflegter aus. Also so schlimm finde ich das bei mir überhaupt gar nicht. Aber einen schönen Mann entstellt eben nichts. Da hast du recht. Alles Gute. Tschüss.